Philipp, Mo und Julia, Kata, Tonne, Eberhard, DJ, Rocky, Nelly, Spy, Nico, alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress, ich will nach Hause. Pausenchecker, Chaos, Pflicht, noch mehr Spaß, was willst du nicht? Disneys kurze Pause, da sind wir alle bei dir zu Hause. In Disneys kurzer Pause. Hey Flipper, was war das denn eben für eine Nummer? Wieso? Was habe ich denn gemacht? Danke, Herr Direktor. Sehr gerne, Herr Direktor. Ja, sag mal, hast du dein Gehirn heute zu Hause gelassen? Du hast doch eins, oder? Ja, aber ich wollte doch nur nett sein. Nett sein? Er hat uns eben 2 Wochen Nachsitzen aufgebrummt. Jetzt echt? Du warst schon eben mit mir im selben Raum? Ja, aber ich kann einfach nicht zuhören, wenn der Direktor was sagt. Bei mir kommt nur das an. Bla, 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 bla. Hast du das öfter? Ja, glaub schon. In Mathe zum Beispiel. Oder wenn meine Mutter mit mir redet. Und manchmal auch einfach nur so, ohne dass jemand was sagt. Und ich kann nichts dagegen tun. Na, das erklärt einiges. Mann, Jungs, ihr seid so cool. Warum das denn? Weil uns der Direktor dabei erwischt hat, wie wir gegen den Snackautomaten getreten haben. Dabei hat das Ding einfach nur geklemmt. Nein, ihr seid so cool, weil ihr nachsitzen dürft. Ich durfte noch nie. Und nachsitzen ist cool? Ja, klar. Ich stelle mir das so wild vor, so verwegen. Ihr allein in dem großen Schulgebäude, wenn alle weg sind. Ihr streift durch die Gänge, hört plötzlich Geräusche. Ein Einbrecher, ihr schleicht euch an und... Also eigentlich sitzt man nur im Klassenzimmer und muss blöde Aufgaben lösen. Ja, und Mo pennt eh die ganze Zeit. Ja, und du machst lauter Herzen, du schreibst Julia rein. Jungs, ihr seid doch meine Freunde. Was haltet ihr davon, wenn wir zusammen nachsitzen? Schon klar, aber wir haben da keinen Exklusivvertrag drauf. Nur ein Dauerabo. Ja, super, ich rufe gleich meinen Agenten an und erklärt das mit dem Direktor. Halt, halt, so einfach ist das nicht, Alter. Also nachsitzen muss man sich erstmal verdienen. Ach so, und wie mache ich das? Eigentlich ganz leicht. Du musst eigentlich nur genau dasselbe machen, was wir sonst so machen. Hey, da ist DJ. Also ich weiß was, ja? Du rufst sie her, dann labert sie dich voll, ja? Dann sagst du ihr, dass du ihr Gelaber satt hast, ja? Und dann fängt sie an zu heulen. Ne? Und schwupp, Spider hinten notiert sich das Ganze rein zum direkten das Ergebnis 2 Wochen Nachsitzen. Oh, cool. Ist halt so clever. DJ, kommst du mal bitte? Warum sagt sie nichts? Egal, mach einfach. Weißt du was, DJ? Dein Gelaber geht mir so dermaßen auf die Nerven. Er hat mit mir gesprochen, er hat mit mir gesprochen. Ich bin so glücklich. Eins musst du wissen, wenn du in der Schule bist. Ich bin der Großmeister im Streichespielen. Oh, cool. Ich sitze fast so oft nach wie die beiden hier zusammen. Sag mir einfach, wie lange du nachsitzen willst, dann fehlt mir schon das Richtige für dich. Ja, 2 Wochen, ne? Ja. Ah, 2 Wochen. Ich weiß was. Wasserbomben. Ah, Wasserbomben! Ich habe auch schon was vorbereitet. Ja, bitteschön. Mhm. Und jetzt? Er muss aber noch viel lernen. Ja, er ist halt noch ein Anfänger. Ihm fehlt unsere professionelle Erfahrung. Das Handwerk. Und das Genie dahinter. Jungs, ich will das wirklich lernen, also sag mir bitte, was ich machen soll. Werfen? Werfen? Ja, wohin? Da runter. Auf 3. 1, 2, 3. Was ist hier los? Hallo. Ja, ich habe 2 Wasserbomben geworfen, ne? Ich ganz alleine. Das ist ja... Das ist ja toll, was du alles so machst. Also dann, schönen Tag noch. Ja. 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 Sorry, Jungs, ich weiß, ich mache alles falsch. Das wird schon noch irgendwann in ein paar Jahren. Tja, manch einer hat halt Talent, manch einer nicht. Moment, eine Möglichkeit hätten wir da noch. Was, welche? Großangriff auf Spy. Aber du musst vorher wissen, was das bedeutet. Luca, Großangriff auf Spy, das ist... Das gibt einen Monster-Ärger mit dem Direkt. Ja, egal, das Risiko muss ich eingehen. Also sag mir, was mache ich? Okay, du sagst ihm, dass du nie deine Hausaufgaben machst. Dass du immer bei Strebe abschreibst. Und dass du Spy für einen ganz hinterhältigen und fiesen Schleimer hältst. Dann packst du ihn und hängst ihn an den Kleiderhaken. Schaffst du das? Ja, verlasst euch. Hey, Mensch, ja. Wir glauben an dich. Viel Glück. Dafür bekommt er bestimmt 4 Wochen. Nee, mehr. Weil es das erste Mal ist. Zur Abschreckung. Hey Jungs, seht mal, er hat da. Super, Spy hat den Haken gehängt. Nein, Spy hat sich selbst dran gehängt. Was? Ich habe einfach kein Talent. Das kann doch alles nicht wahr sein, Mann. Warum kann ich nicht einmal so sein wie ihr? Warum kann ich
Hey, Superheld! Glückwunsch, du hast es geschafft. Nun sag schon, wie viel hast du bekommen? Jungs, es war die Hölle. Ja, das kennen wir. Du gewöhnst dich dran, ehrlich. Wir haben dir aber gesagt, es wird hart. Jungs, ihr versteht nicht. Ich hab doch gegen den Snackautomaten getreten, oder? Ja, das gibt 2 Wochen im Schnitt. Deswegen müssen wir diesmal nachsitzen. Ja, das habe ich auch gesagt. Und ich habe gesagt, der Automat klemmt manchmal. Deshalb muss man dagegen treten. Super, das sagen wir auch immer. Da kann doch eigentlich gar nichts mehr schiefgegangen sein. Doch, ihr werdet es nicht glauben. Er hat sich bei mir bedankt, dass ich ihn auf den Defekt aufmerksam gemacht habe. Was? Ja, und nächste Woche bekommen wir einen neuen Snackautomaten. Wir hatten es eben 2 Wochen Haupt... Also, ich muss sagen, wenn das Ding nicht kommt, weiß ich mein Text nicht.